Hallo und herzlich willkommen. Es ist heute soweit. Ach nee, ist es ja noch gar nicht Samstag. Na gut. Du hast Hunger. Ist ja noch gar nicht Samstag. Ach verdammt, da habe ich schon wieder viel zu viel versprochen. Aber nee, nee, wir schaffen das. Also, wenn wahrscheinlich nicht alles, wahrscheinlich wären es zwei Teile, aber wir schaffen das. Du gehst erstmal pinkeln. Ich sag gerade ganz viel M. Fräulein, kannst du deine Chips aufessen? Wenn das meine Mama mal zu mir gesagt hätte. Du gehst da ganz sicher nicht schlafen. Du räumst das hier erstmal auf. Beziehungsweise eigentlich müsste der Müll raus, ne? Oh, hallo. Das ist ein voller Mülleimer. Das kannst du gerne rausbringen. Na komm schon. Warum isst du denn nicht auf? Weil du zu müde bist. Ich glaube, warte mal, bevor du jetzt schlafen gehst, gehst du auf Klo und gehst du baden. Ja, musst du gar nicht rummeckern. Und irgendjemand muss hier aus dem Bett raus. Wer schläft denn hier überhaupt? Zack und Charlotte. So. Du gehst da bitte schlafen. Und Charlotte, du gehst bitte da schlafen. Und Schneewittchen, du gehst bitte da schlafen. Ich hoffe, die schlafen jetzt echt mal durch. Oh, noch was kaputt. Yay. Wenn die Badewanne jetzt noch kaputt geht, dann ist das ja super. Dann steigen die Fähigkeiten wie der Blitz. Obwohl, ein Blitz kann nicht steigen. Aber egal. Dann steigen die Fähigkeiten wie so schnell wie möglich. Keine Ahnung. Oh, wer ist das? Kennen wir dich schon? Kennen wir dich schon? Leo Schneider. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt. Ach, es schlafen mal alle. Ist das super. Du darfst jetzt auch schlafen gehen. So, ich hoffe, die Monster bleiben fern. Bis um 6. Mindestens bis um 6. Oh, nein, verdammt. Okay, Baby. Du musst pinkeln. Dann geh mal schnell. Und dann gehst du wieder ins Bett. So. Das kann passieren, dass man in der Nacht pinkeln muss. Das ist kein Problem. Oh, wie viel entspannter das ist, wenn man nicht diesen Hausaufgabenzwang hat. Nein, brauchst jetzt keine Hände waschen. Ich weiß, das ist eklig, aber sie hätte jetzt bis runterlaufen müssen und kann auch morgen Hände waschen. Beziehungsweise sie kann das Waschbecken reparieren. Oh, ihr seid so toll. Okay, Charlotte, du hast Hunger und müsstest duschen, aber du kochst jetzt erstmal lecker, yummy Frühstück. Rührei. So, und du, liebe Alexa, du darfst den Kühlschrank reparieren. Wenn das mal nicht ist. Nichts ist. Warte mal, wo steht denn hier reparieren? Ersetzen? Können wir den gar nicht reparieren? Ist das zu gefährlich für uns? Hä? Können wir den noch gar nicht reparieren oder wie? Aber eigentlich doch hier. Hä?
Hab ich das einfach übersehen? Aber ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Wir wollen nicht, dass hier jemand stirbt. Ich musste mal kurz unterbrechen, weil mein Hund, der musste gerade mal den Trichter angelegt bekommen, weil er leckt sich sonst immer seine frisch operierten Wunden. Ich weiß, das klingt jetzt nicht gerade sehr appetitlich, aber so ist das nun mal. Alexa repariert noch. Du hast gut. So. Ah, sie schafft das. Ich glaube, sie schafft das. Du bist auch schon wach. Dann kannst du dich ja ums Waschbecken kümmern. So, das sieht alles gut aus. Ich hoffe, die haben alle gut ausgeschlafen. Perfekt. Sehr gut. So soll das sein. Ach, die Rechnung müsste auch bald kommen. Ich glaube, ich behalte das Geld erstmal, bis die Rechnung kommt. Und das Schneewittchen altert heute. Ich habe nicht viele Kinder geschafft. Ich wollte viel mehr Kinder schaffen eigentlich. Aber naja, so ist das nun mal. Ja, sehr gut. Perfekt. Das hast du gut gemacht. Das sind Beziehungen. Sehr gut. Dann könnte sie noch die Dusche reparieren, wenn sie fertig mit Essen ist. Und dann hätten wir es. Sie ist auch schon relativ weit. Oh, und Charlotte auch. Sehr gut. Ihr schlaft alle noch. Acht Stunden. Hast du gar keinen Hunger? Doch, du hast auch Hunger. So. Feier den Geburtstag von Schneewittchen mit einer wilden Geburtstagsfeier. Das werden wir auf jeden Fall machen. Auf jeden Fall. Wir haben doch auch noch Luftballons im Inventar. Familieninventar. Ach, wir haben. Was ist das denn? Charisma. Oh, cool. Das nehme ich mal und leg das so hin. Das mache ich mal hier hin. Das passt da nicht hin. Okay. Das geht nicht. Egal, lassen wir es da. Nee, wir lassen die da. So. Romantisches Dekor. Ach, das wollte ich irgendwann mal ins Schlafzimmer stellen. So. Wir müssen auf jeden Fall noch ein paar Fotos machen. Und sie versteckt sich unter der Treppe. So, nimm dir was zu essen. Aber wir können auch mit der Dory können wir ein Foto machen. So. Ihr kennt doch bestimmt diese Trichter für Hunde, ne? Damit die nicht an Stellen rankommen, wo sie nicht sollen. Und ich drehe mich so gerade um. Und Sammy, also mein Hund, der kommt damit irgendwie überhaupt nicht klar und steht die ganze Zeit nur. Also er will sich nicht hinsetzen und nicht hinlegen und jetzt steht er einfach nur da und macht gar nichts. Und das macht er bestimmt schon. Ja doch, jetzt guckt er sich um. Aber es ist
auf jeden Fall sehr witzig. Vor allen Dingen, er weiß nicht, wie weit die entfernt. Also, wenn er an Gegenstände rankommt, checkt er nicht, dass da ja noch so ein Ding vorne ist. Das heißt, er knallt die ganze Zeit an die Gegenstände ran und knallt sich sozusagen durch die Wohnung total unbeholfen. Es ist irgendwie, es ist traurig für ihn, aber da muss er jetzt durch. Er guckt einen auch immer mit total flehenden Blicken an. Naja, gut. Es ist irgendwie lustig anzuschauen, aber irgendwie auch traurig. Der Arme. So, okay, zurück zu Sims. Ich würde gerne hier mit der Dory ein Foto machen. So. Ach, können wir gar nicht. Aber können wir wenigstens ein Foto von ihr machen? Das geht. Komm, wir machen mal ein Foto von ihr. Oh. Das machen wir draußen. Das machen wir draußen. Kommt mal hier hin. Guck mal, die Dory kann hier hin. Ja, wir machen jetzt Fototermin draußen. Ach, Emma und Dory werden ja auch groß, deswegen. Okay. Dim-dim-dim-dim. So, ach so, ich mache immer das Falsche irgendwie. Foto machen von Dory. Bei schönstem Sonnenschein. Ja. Es wäre cool, wenn man auch noch die Posen irgendwie anpassen könnte. Mach mal so. Das ist besser. So. Perfekt. Und Knips. Wir brauchen auch ein paar Kinderfotos. Das hatte ich jetzt. Hallo? Wie bitte? Sind das die Bohnen? Muss mal schnell gucken, ob das jetzt geworden ist. Wo habe ich die denn? Ach, hier. Warte mal. Ich guck mal schnell. Hilfe. Oh Gott, wo habe ich es jetzt hingemacht? Oh nein. Nein. Wo habe ich es hingemacht? Wo habe ich es hingemacht? Such das Foto, such das Foto. Da. Ich guck mal kurz. Da habe ich nämlich nur eins gemacht. Bisschen dunkel, ne? Mach mal noch eins. Foto von Jim, Dory. Ah, das ist cool. Das gefällt mir besser. So, wir machen mal noch ein bisschen so. Mal eins mal so. Nee, das passt nicht. So. Oh, das wollte ich nicht. So. So. Oh. Oh, noch so eins. Und noch mal so eins. Perfekt. Okay, wer ist der Nächste? Du kommst hier raus. Hey, jetzt haben wir doch nur. Sind die jetzt hier mit drin? Die sind jetzt hier mit drin. Okay. Watanabe Scansis, Hä? Hat Kumi ich nicht Charlotte gesagt draus? Okay. Das ist auch okay. So, Charlotte. Gemeinsames Foto machen. Oh, jetzt kommen alle raus. Ich glaube, die wissen einen Fototermin. Ging das nicht gerade? Nee, warte mal. Ah, doch. Ah, okay, das geht so.
Foto machen mit Charlotte. Ich überlege gerade, wann wir die Party anfangen lassen. Ich glaube, so 15 Uhr ist ganz gut. Oh. Ah, das ist süß. So, perfekt. Nee, nee, das ist schön. So. So. Nahara. Perfekt. Okay, wir müssen... Mit Emma würde ich gerne noch eins machen. Und dann haben wir erstmal Fototermin abgesagt. Ja, würde ich dann fürs Erste erstmal lassen. Sozial 5. Krass, sind die alle so weit im Sozialen? Das ist ja krass. Ach so, das ist wahrscheinlich, das wird dann wieder zurückgesetzt, oder? Das ist jetzt ein Kinder, eine Kinderfähigkeit. Wahrscheinlich. Hallo? Oh, die arme Emma. Komm nochmal her. Jetzt haben wir hier, jetzt haben wir hier schön Sonne. So, die Mutti kommt, die Mutti kommt. Da müssen wir ein Foto von machen. Das ist gut. Das ist gut. Sehr gut. Oh, das ist ein bisschen zu hell jetzt. Und das noch. So. Fertig. Sehr gut. Und wir ernten jetzt mal hier noch alles. Warte mal, alles ernten. Alles ernten. Wir ernten jetzt mal und danach würde ich sagen, telefonieren wir und laden zu unserer riesen, mega, super, duper Party ein. Vielleicht. Hallo, was ist das denn hier für ein Bug? Ah, jetzt ist es weg. Vielleicht ist jetzt hier alles sauber, wenn die Gäste kommen. Ach, die Dusche ist noch kaputt. Mach du mal die Dusche bitte. Und wir gucken mal, ob hier alles sauber ist. Der Charlotte. Jo. Geht. Alles gut. Und ich würde sagen, wir kochen einfach noch was. Für heute Abend. Was können wir denn machen? Ich mache mal hier die Fischtacos, Specktomaten. Und dann machen wir Kuchen. Hallo, irgendjemand sollte doch hier reparieren. Reparierst du das jetzt bitte? Gut, sieht alles gut aus. Kommt der Gärtner am Samstag gar nicht? Dann... Den Käfer einsprühen. Mache ich das mal kurz. Achso, nee, du sollst das natürlich nicht machen. Wer macht das denn mal? Bewässern. Da ist noch was, glaube ich. Es muss alles bewässert werden. Mach das mal bitte, Ella. Oh, was macht denn der Federico hier?
Warte mal, welchen war das hier? Frederico. Nee. Hä? Ach hier, Charlotte. Schade, dein Papa ist da. Ja, wir bitten ihn mal herein. Ist ja der Papa. Und machen wir ein Kompliment. So. Hier sieht's aus. Hallo, Zack. Kannst du mal bitte Teile plündern, wegwerfen und aufwischen? Oh. Ach, Charlotte ist so eine super gute Köchin. Perfektes Essen. Dann kann sie jetzt schon mal... Dann könnte sie jetzt schon mal die Torten machen. Was haben wir denn? Also für Schneewittchen eine weiße Torte. So. Oh, siehst du, Ella gießt gleich alles. Das ist gut. Dann kann sie da nochmal was Kleines malen, wenn sie möchte, nach Vorlage. Das würde ich gerne mal sehen, wie das geht. Zack, das ist aber nicht wegwerfen, wenn du es in den Flur schaffst. So. Oh. Ich weiß, was ich jetzt mal schnell kaufe. Wer fotografiert denn? Ach so. Ich fotografiere doch gar nichts. Okay, während die Vorbereitungen für den Geburtstag hier laufen. Victor Sparke. Okay. Komm, wir bitten ihn auch mal herein. Während die Vorbereitung. Oh, der Kuchen ist fertig. Der darf jetzt aber nicht angerührt werden. Den mache ich mal in den Kühlschrank. Dann kannst du gleich noch einen machen. Kann sie jetzt schon mehr machen? Nee. Dann mach doch noch einen Schokokuchen. Irgendwas wollte ich auch. Aber was ist denn mit dem Fotografieren? Das verstehe ich gerade irgendwie gar nicht. Wegen der Vorlage hier wahrscheinlich, ne? Egal. Ich beende jetzt meinen Satz. Während die Vorbereitungen hier laufen, würde ich sagen, mache ich hier mal einen Cut. Und warum ist... Also, hallo? Okay, das machen wir dann. Würde ich sagen, mache ich jetzt einen Cut zum 10. Mal. Und wir sehen uns dann wirklich in der nächsten Folge wieder. Ich habe es leider verpennt, da ja doch Freitagabend war. Und ich dachte, es ist schon viel später. Deswegen nächste Folge, Riesengeburtstagsparty, versprochen. Es werden alle altern und Ella wird ausziehen. Ja, so ist es leider. Okay, ich mache jetzt Schluss. Bis dahin. Bye, bye.